Über 9 Millionen Deutsche ziehen jedes Jahr um und meistens braucht man dafür ein bisschen Hilfe, um das passende Objekt zu finden, zum Beispiel so ein Haus hier. Darum kümmern sich Makler. Aber wie ist es eigentlich, teilweise millionenschwere Anwesen zu vermitteln und das täglich? Das klären wir heute bei Ein Tag als Immobilienmakler. Man gibt eigentlich für nichts anderes als wie für sein eigenes Haus, für sein Zuhause gibt man so viel Geld aus. Und das ist in der Regel eine Entscheidung, die man einmal im Leben trifft. Ja, guten Morgen aus Wittlich in Rheinland-Pfalz. Genau. Guten Morgen, Jens. Hi, Felix. Alles gut bei dir? Immer. Wann fängst du normalerweise an zu arbeiten? In der Regel haben wir morgens um 10 Uhr unser Board-Meeting mit den Mitarbeitern. Manchmal habe ich natürlich vorher schon einen Termin, aber 10 Uhr ist der späteste Zeitpunkt, wo wir uns morgens treffen wollen. Das heißt, hier in der Innenstadt habt ihr ein Büro. Ganz zentral. Ganz genau. Und jetzt erstmal Board-Meeting. Jetzt ist erstmal Board-Meeting, genau. Das findet jeden Morgen um 10 Uhr statt, wo die Mitarbeiter ganz kurz sagen, wie sie heute drauf sind, wie es ihnen geht. Ist ja wichtig, Tagesform. Wie viele Termine heute anstehen. Und jeder schreibt kurz auf, was seine größte Herausforderung des Tages ist, welche Aufgabe er unbedingt heute erledigen möchte. Da geht es morgens um 10 Uhr los und dann sollen die Leute konzentriert für die Arbeit sein. Fokus, Fokus. Und hier sind wir. Hier sind wir schon. Jetzt Immobilien. Jetzt genau. Dann geht's. Das heißt, du bist jetzt heute viel unterwegs, aber zu deinem Job gehört ja auch dann Büro, was arbeiten, ne? Am Schreibtisch sitzen. Genau, das ist eigentlich so ein ganz klassischer Mix aus Bürotätigkeit, administrative Sachen. Wir schreiben unsere Exposés alle selber. Die Exposé Verwaltung. Ist was erstmal, für alle, die nicht wissen, was es ist? Das Exposé sind die Verkaufsunterlagen von dem Objekt, also von der Immobilie, die wir verkaufen. Jetzt gleich die Penthouse-Wohnung, wo wir zuerst hinfahren, die ich dir zeige. Da sind die Grundrisse drin, da sind die Fotos drin, da ist die Objektbeschreibung drin, die Umgebung, also der Ortsteil Wittlich-Wengerohr, der wird ein bisschen beschrieben. Es sind Pflichtangaben drin aus dem Energieausweis, die in so eine Anzeige rein müssen. Und die bereitest du hier vor? Das schreiben wir hier, genau, und dann wird das gespeichert auf unserer Datenbank und wir können es heute Gott sei Dank einfach nur ausdrucken. Und da fahren wir jetzt als erstes hin? Da fahren wir jetzt hin und ich zeig's dir. Und dann haben wir noch zwei Termine, wo wir dazwischen nochmal hinfahren und dann dachte ich mir, dass du da heute Abend die Verkaufsbesichtigung machst. Ich soll verkaufen das? Du verkaufst das heute. Gut, probieren wir mal. Versuche ich mal zu lernen jetzt. Los geht's. So, bitteschön. Kindersicherung war an, ne? Ja, klar. Marie ist Praktikantin. Und seit wann bist du schon mit dabei? Seit Montag. Seit Montag, aber ist auch ganz frisch. Ja. Eigentlich so wie ich. Genau. Ja, wir sind zusammen Praktikant hier heute. Und wie gefällt es dir so bis jetzt? Wie ist so dein erster Eindruck? Also ich bin eigentlich richtig beeindruckt. Das ist richtig cool so. Man erlebt halt ziemlich viel und es ist sehr abwechslungsreich. Ja. Das gefällt mir. Das stimmt. Hier sind wir jetzt bei der ersten Immobilie. Genau. Da oben drauf, das Penthouse. Das ist ein 8-Familienhaus aus 2016. Aha. Und der Eigentümer hat ein interessantes Jobangebot bekommen in Koblenz. Ja. Die Fahrerei ist ihm zu weit, deswegen hat er sich entschlossen, obwohl die Wohnung erst 4 Jahre alt ist, umzuziehen und zu verkaufen. Ja, ganz okay. Ich wollte dir jetzt heute Morgen die Wohnung einmal zeigen, weil wir heute Nachmittag ein bisschen im Stress sein könnten, je nachdem, wenn wir irgendwo noch in den Verkehr geraten, dass wir erst kurz vor der Besichtigung hier sind, aber dann kennst du die Immobilie und kannst was dazu sagen, weil wie gesagt, das ist halt also heute Nachmittag kommt dann potenzieller Käufer, ein Interessent. Genau. Und wem soll ich das dann verkaufen? Du sollst ihm das nicht verkaufen, du wirst ihm das verkaufen. Ich werde ihm das verkaufen. Das ist deine Abschlussprüfung halt. Ja. So, dann rein in die gute Stube. Ja, das ist schön. Absolut. Also ich mag Penthäuser sowieso. Du hast halt einen tollen Ausblick. Ja, wenn du so eine Wohnung hast, musst du dem Verkäufer oder dem potenziellen Käufer musst du gar nicht viel erzählen, ne? Nee, das verkauft sich dann von selber, ja. Also wir haben schon so ein paar Grundsätze, die wir beachten, dass wir zum Beispiel im schönsten Raum anfangen wollen mit der Besichtigung und im schönsten Raum auch aufhören mit der Besichtigung. Wir haben auch am Ende so eine Abschlussfrage. Können Sie sich vorstellen, hier die nächsten Jahre mit Ihrer Familie zu leben? Wir beide versuchen alles aufzusaugen, was du hier sagst. Ich muss ja nachher, muss das ja anwenden. Schönster Raum hier, ich kenne jetzt ja nur den hier, muss ja mal gucken hier. Wir gucken uns mal kurz die Wohnung an, würde ich sagen. Die Wohnung hat nur ein Schlafzimmer, also das ist eigentlich so eine typische Junggesellen- oder Pärchenwohnung.
Was würdest du sagen, würde man hier so als Miete bezahlen? Die Wohnung hat ja fast 100 Quadratmeter inklusive der beiden Dachterrassen. Die wird anteilig in die Wohnfläche mit eingerechnet. 750, 800 Euro kalt. 750 für 100 Quadratmeter fast. Genau. Das ist halt in Köln unvorstellbar. Also bei jetzt Immobilien, hat man das für einen Stellplatz fast. Ja, ja. Immobilien ist Lage, Lage, Lage. Ganz genau. Entscheidende. Und das Exposé übergebe ich am Ende oder am Anfang schon? Am Ende. Am Ende. Sei hier. Der Kunde soll ja während der Besichtigung die Aufmerksamkeit auf die Wohnung haben. Mhm. Und wenn du ihm das Exposé schon in die Hand drückst, fangen viele direkt an zu blättern und zu gucken. Okay. Das kriegt er am Ende nochmal mit. Dann darf er darüber nochmal nachdenken. Gut, das machen wir also heute Nachmittag. Aber jetzt machen wir mit was erstmal weiter? Ja, wir fahren jetzt eine gute halbe Stunde in den nächsten oder auf den nächsten Termin nach Kelberg. Da treffen wir eine junge, sympathische Familie, die ihr Einfamilienhaus verkaufen möchte. Und wir schauen uns das heute zum ersten Mal an. Also ich kenne weder die Leute noch die... Du kennst die Leute nicht, aber es ist eine junge, sympathische Familie. Wir haben telefoniert. Ja, okay, okay. Na dann fahren wir mal hin. Guten Tag. Guten Tag. Hallo, grüß Sie. Guten Tag, von der Land. Ich grüße Sie. Ja, Sie möchten sich von Ihrem Häuschen trennen? Ja. Möchten oder müssen? Nein, müssen nicht. Möchten, weil das Platzangebot ist einfach zu klein geworden. Okay. Wir erwarten jetzt im Oktober nochmal Nachwuchs. Schön. Und dann haben wir insgesamt 3 Kiddies und ja. Dann wäre es praktisch, wenn wir uns vielleicht einmal umschauen dürften, Sie mir alles zeigen, bei der Gelegenheit ein bisschen was dazu erzählen. Ich mache mir ganz viele Notizen. Und wenn wir am Ende noch Fragen haben sollten, dann würden wir am Ende einfach fragen. Und richtig viele Details, die du aufschreiben musst. Ne? Woher weißt du, was wichtig ist und was nicht? Weil nicht jeder potenzielle Interessent, der guckt sich auch häufig viele Objekte an und kann ja dann nicht jedes Mal so einen Roman von 100 Seiten lesen, was irgendwie alles dazugehört. Davon kommt ja auch nicht alles ins Exposé. Aber viele dieser Angaben sind halt für uns wichtig in der Wertermittlung. Ja. Umso mehr Angaben ich habe, es gibt wertsteigernde und wertmindernde Sachen im Haus. Umso mehr ich habe, umso genauer kann ich nachher die Wertermittlung machen. Also viele, viele von den Details, die ich mir aufschreibe, sind nur für uns im ersten. Also du guckst dir das alles jetzt an, was hier ist, und dann sagst du am Ende, so viel ist das Haus wert. Das mache ich leider nicht alleine, das macht der Computer mit mir zusammen. Genau. Okay. Also man hat natürlich so ein Bauchgefühl, dass man irgendwo sagt, in die Richtung könnte es gehen. Man hat so eine Range von vielleicht 25.000 bis 50.000 Euro, wo man dann denkt, in die Nische wird das passen. Aber letztendlich gibt es Tabellen dafür, Wertermittlungsprogramme. Gibt es denn auch den Moment, dass der Kunde denkt, er hätte irgendwie ein Haus für so und so viel Geld und du musst dann sagen, nee, ist es nur die Hälfte wert? Passiert auch. Wir haben auch schon Häuser verkauft für 190.000, 195.000 Euro, wo uns der Kunde gesagt hat, wenn er 120 kriegt, ist er zufrieden. Also das gibt es auch. Das sind ja auch dann Lebensentscheidungen, jetzt auch auf der Käuferseite, wenn die sich so ein Objekt anschauen, dass sie dann hier vielleicht die nächsten 10, 20 oder noch mehr Jahre hier leben werden. Das sind auch immer emotionale und wichtige Entscheidungen. Ja, genau. Also man gibt eigentlich für nichts anderes als wie für sein eigenes Haus, für sein Zuhause gibt man so viel Geld aus. Und das ist in der Regel eine Entscheidung, die man einmal im Leben trifft. Aber wo fahren wir jetzt hin? Jetzt fahren wir zu einem ganz besonderen Objekt, was wir in der Vermarktung haben. Wir haben das im Secret Sale. Das heißt, der Eigentümer da, der möchte nicht, dass wir es öffentlich vermarkten mit Fotos und der richtigen Adresse und so weiter. Das sieht schon mal gut aus hier, direkt mit einem Whirlpool oben auf der Dachterrasse. Nicht schlecht, hätte ich auch gerne irgendwann mal bei mir zu Hause. Bei so einem Wetter hält man es hier gut aus. Wir haben eigentlich immer schon gefragt, so im Winter kannst du bei 39 Grad reingehen, an die Sterne gucken. Das ist überhaupt ein richtig cooles Objekt, wenn ihr euch allgemein hier umguckt. Diese Terrasse, kann sich hier reinlegen. Komplett sichtgeschützt vor den Nachbarn, beheizter Wintergarten mit dabei. Hast du auch häufig so, du siehst ja viele coole Objekte. Denkst auch manchmal, das möchte ich auch bei mir zu Hause haben und das und hier. Ja, aber wir können ja nicht alle 3 Wochen umbauen. Ja, das stimmt natürlich auch. Guck mal, auch hier drin, Leute, guck mal hier rein. Halt auch komplett anders als alles, was wir jetzt so gesehen haben. Aber für dich jetzt die Aufgabe hier heute ist was? Wir machen Fotos. Das heißt, hier ist schon die erste Besichtigung gemacht. Genau. Vertrag alles unterschrieben und jetzt machst du wirklich die guten Fotos, um Exposé zu machen. Genau, Exposé ist soweit angelegt, die ersten Eintragungen sind gemacht, die Unterlagen sind da. Ja. Es fehlen die Bilder, heute ist das Wetter entsprechend gut. Heute machen wir die Fotos, genau. Und dabei Foto ist, jetzt bin ich vielleicht ausnahmsweise mal mehr Fachmann. Lass mich raten, schöner Weitwinkel, ja, genau. APS-C, 10 mm, bisschen überbelichten. Ja, wir bearbeiten die Bilder auch mit Photoshop, also wir verfälschen nichts, aber bearbeiten das Ganze, das soll ja ansprechend sein, das ist Werbung. Ne, das, was man als Auge sieht, was man als Mensch wahrnimmt, der schönste Eindruck, den man hat im Kopf, genau, der soll auch auf dem Foto sein. Und das ist halt häufig nicht genau das, was du jetzt in der Kamera hast. Ja, soll ich mal die Fotos machen? Hau rein, leg los.
ist der perfekte Winkel. So, das war's. Letzte Foto geschafft. Ja, Kamera zurück. Perfekt, dann kann ich ja heute Abend noch bearbeiten. Ja, zumindest den Teil vom Job habe ich hoffentlich ganz gut übernommen. Hast du drauf. Viele Zuschauer von uns fragen sich aber immer, was verdient man überhaupt als Immobilienmakler? Wie sieht's da aus? Erstmal Ausbildung, wie lange dauert die? 3 Jahre. Das ist eine kaufmännische Ausbildung zum Immobilienkaufmann oder zur Immobilienkauffrau. Bei uns verdienst du da knapp 700 im ersten Lehrjahr, 800 im zweiten und 900 im dritten Lehrjahr. Das ist schon nicht schlecht. Und dann wahrscheinlich, wenn du arbeitest, dann kannst du 3000 verdienen, dann kannst du aber auch Millionen verdienen. Genau. Das ist also wirklich ganz davon abhängig, ob du irgendwo angestellt bist. Und dann beim Angestellten auch nochmal, ob du auf einer reinen, auf einem Fixgehalt arbeitest und auf Provision verzichtest, niedrigeres Fixgehalt nimmst und dafür eine höhere Provisionsbeteiligung. Oder ob du Partner bist irgendwo bei einer größeren Agentur oder ob du dich selbstständig machst. Wenn du auch komplett, sag ich mal, selbstständig bist, alleine und dann ein 3-Millionen-Euro-Haus verkauft bekommst, dann bekommst du 3% Provision zum Beispiel vom Verkäufer und 3% Provision vom Käufer. Genau. So 6%, also haben wir 60, 180.000 Euro genau. Auf einen Schlag Provision. Genau. Passiert aber wahrscheinlich nicht so häufig, ne? Nee, das passiert seltener, ja. Also seht, gibt eine große Spreize davon, aber mal gucken, ob ich es überhaupt drauf habe, ne? Jetzt fahren wir wieder zum ersten Objekt, oder? Ja, genau, jetzt wird die Wohnung verkauft, wo wir heute Morgen angefangen haben. Jetzt wird sie verkauft, sagt er schon, ja? Na klar. Ich kriege aber auch Provision, eine ja? Positive, erfolgsprogrammierte Sprache. Ja, und Provision. Da reden wir drüber. Ja, jetzt verkaufen wir erstmal. So, wir sind wieder hier am Objekt und der Käufer hat gerade schon geklingelt. Der fährt jetzt gerade mit dem Fahrstuhl hoch. Ich bin ein bisschen nervös, merkst du vielleicht? Ja, das ist der Herr Fischer, der jetzt zur Besichtigung kommt. Der Herr Fischer weiß auch schon, dass der Felix ihm die Wohnung heute zeigt. Der Herr Fischer hat seinen Job gewechselt und kommt aus dem Köln-Bonner Raum jetzt hier nach Wittlich. Und der möchte, der braucht genau sowas hier. Der ist alleine. 2 Zimmer. Genau, der ist alleine und dem reicht eine Wohnung mit einem Schlafzimmer. Ja, aber eine schöne. Guten Tag. Hallo. Guten Tag, Fischer. Hallo. Ja, mein Kollege. Herr Fischer, jetzt waren hallo. Wir hatten gesprochen. Wir haben miteinander telefoniert. Okay. Schön. Ja, kommen Sie rein. Ja, sehr gerne. So, das ist die Wohnung. Ja. Sie haben ja das Exposé bekommen. Exposé bekommen, genau. Die Eckdaten kennen Sie ja. Ein schönes Penthouse. Ich glaube, man sieht es direkt, ist hier lichtdurchflutet. Schön. Eine umlaufende Terrasse, aber lassen Sie sich mal selbst auf sich wirken. Sehr schön. Schön groß. Gefällt mir, ja. Direkt mit der Küche eben auch hier in einem offenen Grundriss, sehr modern. Mhm. Kann man viel machen, kann man auch ne, mit dem Grundriss so machen, was man möchte. Und hier geht's rein zum Schlafzimmer. Zum Schlafzimmer. Großes Schlafzimmer. Also wirklich groß wie hier. Das alles wäre potenziell Ihre neue Wohnung. Das ja. Gehört alles dazu, können Sie sich ja vorstellen. Ja. Aber was schön, auch schön. Geht sogar rein bis in die Dusche. Also Dusche hat auch Fußbodenheizung. Das ist eben die Küche und die ist ja gegen Aufpreis, kann die mit erworben werden. Also oh, der Eigentümer stellt sich so 8000 als Verhandlungsbasis vor. Ja. Kann man gucken, was man auch machen kann. Aber die ist halt auch ne, top in Schuss. 4 Jahre alt. Alles mit dabei, was man braucht. Ne, mit Backofen, mit Kochfeld, Spülmaschine ist am Start, Kühlschrank. Also es gehört alles wirklich dazu. Schön. Passt hier perfekt rein. Wäre praktisch, wenn ich die übernehmen könnte. Ja. Ja, das lässt sich auf jeden Fall machen mit dem Eigentümer. Aber kommen wir zur entscheidenden Frage. Können Sie sich vorstellen, hier zu leben, hier zu wohnen? Also definitiv. Mir gefällt die Wohnung sehr gut. Ja. Auch mit den beiden Terrassen, dass ich jetzt noch einen Carport mit dazu habe, das ist natürlich noch so das Sahnehäubchen obendrauf. Doch, kann mir sehr gut, kann ich mir sehr gut vorstellen. Muss auch so ein bisschen so eine Gefühlssache sein, ne? Weil ja. Sie möchten das ja nicht zum Vermieten sich zulegen, sondern hier selbst leben. Ja. Da muss das Gefühl natürlich auch stimmen. Definitiv, ja. Ja, wie sieht es denn aus mit, wollen Sie das Ganze finanzieren oder wie haben Sie sich das vorgestellt? Ja, also ich habe ein bisschen Eigenkapital, das würde ich gerne mit investieren, aber natürlich muss ich noch mit der Bank vorher reden und da dann halt auch meine Frage, kann man eventuell noch irgendwas am Preis machen? Also, ist ja doch schon recht hoch, aber... Na klar, aber wir haben ja auch ein sehr modernes Penthouse und Sie sind eben einer unserer exklusiven Klienten, die mir jetzt schon mal das Objekt zeigen, bevor es auf dem Markt ist. Dementsprechend gibt's da, kann man da am Preis nichts machen, den haben wir selbst realistisch am Markt eingeschätzt. Also jetzt nicht der Wunschpreis vom Verkäufer, sondern den haben wir schon so richtig eingeschätzt. Okay. Wie ich schon gesagt habe, Küche, ungefähr 8.000 Euro hätte der Verkäufer gerne. Da kann man vielleicht ein bisschen was machen. Mhm. Aber beim Haus, beim Penthouse-Preis, da werden wir schon bleiben bei den 249.500. Okay. Dann werde ich mit der Bank reden, aber ich gehe mal davon aus, dass dem nichts im Wege steht. Gut. Das freut mich sehr zu hören. So, und an der Stelle vielen, vielen Dank auch überhaupt, dass Sie hier mitgemacht haben, dass ich das mal zeigen durfte. Kurzes Feedback, wie habe ich das gemacht, so als Praktikant? Als Praktikant sehr gut. Doch, ja? War top. Wurde alles Nötige gezeigt? So. Hat mir gut gefallen. Sehr gut, das war mir. Für dich auch, würdest du sagen? Also gut ab, wenn ich hätte, würde ich ihn ziehen. Ich hätte direkt gekauft. Also ich muss mit dem Herrn Fischer vielleicht auch gleich noch mal eine Runde reden, dass ich die Wohnung kriege. Ja.
Du hast sie mir verkauft, ich würde sie nehmen. Sehr gut, das freue mich zu hören. Ist auf jeden Fall anspruchsvoller, als man denkt. Selbst so eine mega gute Wohnung hier, du musst gut erzählen können dabei. Ne? Du musst den Käufer da irgendwie mit reinholen. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr fandet es interessant, wie der Alltag eines Immobilienmaklers eben aussieht. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall an der Stelle auch, da klaue ich mir noch einmal hier, an Marvin Jeske Immobilien. Ihr seid hier in, wo seid ihr überall? Wir haben unsere Büros in Frankfurt am Main, in Trier und hier in Wittlich. Ja, überall da, wenn ihr da irgendwie mal eine Wohnung sucht oder verkaufen möchtet oder zur Miete auch irgendwie was sucht, top Ansprechpartner, habt ihr, glaube ich, heute gemerkt. Ja. Checkt mal Link in der Beschreibung aus. Danke, dass wir hier heute drehen durften mit euch. Und falls ihr jetzt noch mehr sehen wollt, dann guckt doch mal hier eine Folge von Ein Tag als Eisverkäufer oder hier oben Felix fährt Abt Audi RS7 R. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Also guckt euch an und bis dahin. Macht's gut. Ciao.